Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Ich grüße euch. Heute werten wir mal euer Heimkino auf, sofern ihr eins habt. Das ist wieder ein Soundsystem von Ultimea. Kommt dann so zu euch nach Hause. Nennt sich Ultimea Aura A30. Das ist aus der Safe Spacing Serie von Ultimea. Bedeutet also, dass es ganz besonders platzsparend ist. Da sehen wir ja auch schon an den Karton. Wir haben hier eine recht kompakte Soundbar. Zwei kleine kompakte Satelliten und auch eine dazugehörige kompakte Bassbox. Beziehungsweise Subwoofer. Lässt sich hier auch den unteren Preissegment zuordnen, Freunde, wo das natürlich immer vom eigenen Geldbeutel abhängig ist. Kostet aktuell bei Amazon 200 Euro. Es gibt eigentlich einen 50% Gutschein. Kostet also aktuell bei Amazon 100 Euro. Und dafür bekommt man doch hier schon mal ganz schön viel Technik nach Hause geliefert, die soweit auch wirklich vernünftig ist. So rein von der Optik her, aber auch vom Lieferumfang. Also wir haben eine Soundbar, wir haben einen Subwoofer und zwei Surround-Lautsprecher. Das sagt uns schon mal, es handelt sich hierbei um ein 5.1-System. Nee, das sagt uns noch nicht, aber das klären wir gleich, Freunde, warum es trotzdem 5.1-System ist. Wir haben eine Fernbedienung, ein Benutzerhandbuch natürlich, ein Surround-Kabel, das ist einfach nur ein Verbindungskabel. Gibt aber auch noch ein optisches Digitalkabel, also für den optischen Eingang, den hier die Soundbar auch bietet. Klar, das Netzkabel ist dabei. Wir brauchen zwei Steckdosen hier. Einmal für die beiden Surround-Lautsprecher, dass die unabhängig eben von der Soundbar platziert werden können. Also das ist nicht miteinander verbunden. Die Verbindung zwischen den Lautsprechern und der Soundbar, die ist kabellos. Ist auch alles schon ab Werk miteinander gepaart. Und dann brauchen wir natürlich dafür aber auch eine eigene Stromversorgung. Also zwei Steckdosen. Einmal eben für die Soundbar mit den Subwoofer und einmal für die beiden Surround-Lautsprecher. So, ein Wandmontagesatz ist dabei mit entsprechenden Wandhalterungen, Befestigungsschrauben für die Lautsprecher. Bekommt man hier auch schon mal ganz viel angeliefert. Es gibt auch eine App, die ist jetzt nicht im Lieferumfang, die müsst ihr euch im Play Store runterladen. Es ist das erste Mal, dass ich tatsächlich auch eine App für eine Soundbar gleich mittesten kann. Die zeige ich euch noch. Dabei können wir aber, schaut euch das mal an, schon jede Menge hier an der Fernbedienung einstellen. Das ist schon ein bisschen zu viel hier an Tasten. Ich bin ja inzwischen wirklich diese einfachen, minimalistischen Fernbedienungen gewohnt, aber hier können wir wirklich einiges einstellen, was auch gar nicht so verkehrt ist. Die App, da habt ihr dann wirklich nochmal alle Funktionen, was wirklich gut ist, denn da können wir vor allem halt den Klang noch stärker individualisieren und das ist ja auch tatsächlich auch notwendig. Dazu später mehr beim Klangtest. Nun, warum ist es ein 5.1-System? Subwoofer, dann zwei Satelliten. Dann haben wir aber auch nochmal drei weitere Lautsprecher in der Soundbar. Die decken dann halt alles ab. Satelliten ist klar, dann eher im Hochtonbereich. Der Subwoofer, der ist dann ganz tief, ganz, ganz tief unten. Der brummt dann so vor sich hin, was die Installation anbelangt. Das ist ja im Prinzip auch mal ganz gut visualisiert, so auf dem Bild. Wir haben ja Surround-Sound, Freunde. Also die Satelliten, die platziert ihr dann so links und rechts, dass wir da so ein bisschen einen 3D-Effekt simulieren können. Das soll hier dann auch mit Hilfe von KI-Algorithmen verbessert werden, dass man das noch besser lokalisieren kann, wenn man sich halt einen Film anschaut oder so. Wo kommen jetzt die Schritte her? Wo fliegen mir die Kugeln um die Ohren? Mittendrin sein bei so einem Feuergefecht. Soundbar dann halt für euch unter den Fernseher. Und na gut, hier haben sie dann halt rechts neben dem Fernseher gestellt. Würde ich aber auf den Boden stellen, dann scheppert es richtig, wenn ihr euch Filme anschaut. Nun, kommen wir mal zu den Eingängen. Sind wir im Prinzip ja schon so ein bisschen durchgegangen. Es gibt kabellose und kabelgebundene Verbindungen. Einmal über AUX, also hinten auf der Rückseite ganz klassisch 3,5 mm Klinke. Könnt ihr da einen alten CD-Player anbinden zum Beispiel, wenn ihr einen habt. Optisch ist klar, viele Fernseher unterstützen heute den optischen Eingang. Ist dann auch natürlich qualitativ hochwertiger als unsere 3,5 mm Klinke. Und kabellos, klar, Bluetooth. Und zwar Bluetooth 5.3 vernünftig aktuell. Wir dürfen nicht vergessen, wir bewegen uns immer ja, im Preisbereich um die 100 Euro aktuell mit den fetten Gutscheinen. Und das ist hier auf jeden Fall schon mal ganz vernünftig überhaupt, dass es ein 5.1-System ist. Dann eben die Auswahl der Anschlüsse, eine App-Support und auch eine vernünftige Fernbedienung. Das ist schon mal hier alles ein ziemlich guter Standard. Optik ist auf jeden Fall gefährlich. Auch die Verarbeitung, dass mir nichts Negatives aufgefallen. Neben der Tatsache, dass wir mit der Fernbedienung bedienen können, dass wir einige Einstellungen über die App vornehmen können, haben wir auch touch-sensible Tasten direkt an der Soundbar. Auch mit dem Allerwichtigsten, was wir eben so benötigen. Laut, leise, Bluetooth wechseln, die Eingänge durchschalten, an, aus, was wir eben so benötigen. Ich habe hier einen kompletten Testaufbau auf dem Tisch. Wir wollen ja noch einen Soundcheck machen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Lautstärke bemühe, dann aktiviert sich ein Display. Ich kann die Helligkeit des Displays auch einstellen, sogar in der Fernbedienung. Für diejenigen, die da halt besonders empfindlich sind und sich dann von der Helligkeit der Anzeige ja nicht ablenken lassen wollen, da kann ich dann eben die Helligkeit der Anzeige einstellen. Das ist so ein kleines Gimmick, muss ich sagen. Ich mag das, wenn auch Details Wert gelegt wird. So. Klar, das ist ein Gitter, das Gold ist sonst aus Plastik. Das ist aber im matten Schwarz gehalten. Erstens spiegelt das dann nicht, also keine lästigen Reflexionen. Fingerabdrücke bleiben haften, sieht man aber nicht wirklich gut, eben weil es matt ist. Und es fühlt sich insgesamt auch recht wertig an. Wie gesagt, die Verarbeitung, einwandfrei. Wir haben Gummifüße auf der unteren Seite, gilt natürlich für alles. Also für die beiden Lautsprecher und auch für den Subwoofer. Die Touchbedienung funktioniert sehr gut. Reaktionsschnell ist der ganze Spaß hier auch. Und auch die Anzeige hier, die schaltet sich automatisch ab, wenn wir es nicht benötigen, wird dann einfach angeschalten, wenn wir dann irgendwie was bedienen. Kann ich jetzt hier die Eingänge durchschalten. Ich habe viele, viele Möglichkeiten auch schon über die Fernbedienung
Fernbedienung hier eben von Ultimea. Wird auch von jeder Soundbar, zumindest von jeder, die ich bisher getestet hatte, ne, unterstützt. Dann haben wir Bass MX, ne, Bass. Für viele ist ja die Intensität des Basses immer noch das Qualitätsmerkmal von jeglicher Audiotechnik. Und deshalb ist immer ein Bassbooster dabei. Wir können ja aber auch Mitten und die Höhen nochmal einstellen. Direkt an der Fernbedienung. Das finde ich geil. Die meisten haben nur Presettings, also voreingestellte Equalizer. Hier kann ich aber direkt am Bass rumspielen, an den Höhen und an den Mitten. Das finde ich gut. Trotzdem sind hier zusätzlich noch Equalizer-Presettings bereits auf der Fernbedienung verfügbar. Wir haben hier Movie, Musik, Voice, also wenn ich mir zum Beispiel einen Podcast anhöre, Sport, keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie man einen Equalizer so einstellt, dass Sport geil rüberkommt. Game, klar, wenn man halt zockt. Wir müssen ja nicht unbedingt Filme schauen oder Serien schauen, wir können ja auch zocken. Ihr könnt ja auch eine Konsole an euren Fernseher, da kann man natürlich die internen Lautsprecher des Fernsehers verwenden, aber die sind meistens Asche, wenn er nicht gerade 2000 Euro für den Fernseher ausgibt. Und da ist selbst so ein 100-Euro-System wirklich schon Gold wert und da habt ihr auch einen entsprechenden Game-Mode. Selbst die Intensität des Surround-Effekts könnt ihr euch einstellen, wie intensiv sollen die Kugeln halt um die Ohren fliegen. Und sogar die Feedback-Töne, Prompt-Tone, ist alles eher englisch beschriftet, selbst die könnt ihr euch in der Lautstärke einstellen. Oh, ich hätte fast vergessen. Weil ihr habt es bestimmt gesehen, USB-Anschluss haben wir auch noch. Da können wir USB-Stick anschließen und da vom Stick zum Beispiel Musik hören. Auch geil, ich kann den EQ mit einer Taste zurücksetzen. Dann ist er wieder auf Werkszustand. Und natürlich die Anschlüsse durchschalten. Ist ja klar, alles, was wir an der Soundbar auch direkt machen können. So, bevor wir in den Soundcheck einsteigen, hier nochmal die App gezeigt. Da können wir auch mehrere Geräte einbinden. Hier Aura A30. Habe ich hier noch eine Einstellmöglichkeit, ein Bluetooth-Prompt. Sound kann ich mir auch einstellen. Automatische Standby Lautsprecheranzeige. Da kann ich jetzt einstellen. Wow, ich kann die in mehreren Stufen dimmen. Das ist nicht schlecht. Ich kann ja auch die Timeout-Zeit einstellen. Sie ist auf 30 Sekunden. Dann deaktiviert sich das Display. Benutzerhandbuch ist hier eingepflegt. Sehr gut. Firmware Upgrade. Ob es das gibt, bereits die neueste Version. Das wäre wirklich insane in dem Preisbereich. Würde ich jetzt gar nicht erwarten. Ist überhaupt eine App dabei? Damit hätte ich schon gar nicht gerechnet. Kann die Lautstärke natürlich einstellen. EQ, Stromversorgung. Ja, die App. Die Übersetzung, Freunde. Hier kann ich den Eingang wechseln. Haben wir eigentlich alle besprochen. Ja, die vier Eingänge inklusive Bluetooth, die es hier zur Auswahl gibt, den Preisbereich absolut vernünftig. Und hier 10-Band-Equalizer, klar, da kannst du mir einstellen, wie ich lustig bin. Oder ich nehme halt die Presettings hier im Groben oder Stil. Und jetzt kann ich hier einen Schwerpunkt Klassik, Pop, Rock und Bass kann ich mir jetzt hier, das sind glaube ich 120 sehr fein abgestimmte Presettings mit den verschiedensten Schwerpunkten. Da kann ich hier so zwischen Rock und Classic meinen Schwerpunkt setzen oder eher in Richtung Ultrabass, Ultrabass. Das ist insane. Ich lasse jetzt mal Musik, weil ich möchte das mit euch ja jetzt einfach in dem Presetting, also wie es halt vom Werk halt abgestimmt ist, will ich das jetzt testen. Mehr oder weniger, man muss sich hier natürlich noch für ein EQ entscheiden. Jetzt habe ich Musik genommen, welcher Film gucken, dann nehmt ihr natürlich Film, lässt sich hier alles super easy einstellen und eben super geil, dass wir die EQ-Presettings ja auch auf der Fernbedienung halt haben. Alle die wichtigen, die wir eben brauchen, finde ich wirklich gut. Man hat das Ganze ja so angepasst seitens von Ultimea, dass es wirklich einfach zu bedienen ist und dass es auch einfach anzupassen ist. Nicht einfach nur an, aus und das war's. Und der Sound ist halt immer gleich, halt so abgestimmt, wie es vom Werk mal abgestimmt wurde, weil die dachten, ja, was soll geil sein? Nein, Invalidierungsmöglichkeiten ab Werk. Und das ist ja auch notwendig. Schönen guten Tag, Freunde chinesischer Staubsauger-Roboterkunst. Ich grüße euch. Wir haben heute einen weiteren ProSenic im Test. Das habe ich jetzt schon angepasst. Das ist gar nicht die Werkseinstellung gewesen. Die kommen jetzt. Ich mache jetzt mal wieder den Titelsong, den ich hoffentlich abspielen darf, weil aus der YouTube-Datenbank ist. Danke. Und ich mache meinen Reset der Einstellungen, die ich vorgenommen habe. Ich habe an den Höhen, an die Mitten mich schon ein bisschen rumgespielt. Einen wunderschönen guten Tag, Apple. Freunde, ich grüße euch. Was gönnt sich Apple diesmal? Kommt drauf an, Freunde. Wie hört ihr euch dieses Video jetzt gerade an? Habt ihr 1500 Euro Kopfhörer? Oder, das ist wesentlich wahrscheinlicher, hört ihr euch gerade dieses Video einfach an euren Smartphone auf den Lokus an. Da habt ihr jetzt die Unterschiede wahrscheinlich gar nicht so genau wahrgenommen, deshalb muss ich es euch einfach beschreiben. Lautstärke ist auf jeden Fall richtig gut. Also ich habe jetzt hier schon ein vernünftig großes Studio, also ungefähr so groß halt wie ein Standard Wohnzimmer und da wäre es wirklich schon laut. Erstmal auf höhere Lautstärke, auf maximale Lautstärke, da fängt schon hier an, die Höhen so ein bisschen zu verzerren. Das schlägt dann auch ein bisschen an, halt vor allem der Bass, aber nicht in der Bassbox, sondern in der Soundbar. Kompakte Größe, geil. Es gibt ja auch Soundbars, die sind wirklich gigantisch.
gigantisch. Das ist ja wirklich hier eine sehr, sehr kompakte Angelegenheit. Aber alles drei ist. Aber man merkt, dass das Gehäuse für den Bass ein bisschen zu klein ist. Da hätte ich das hier vielleicht ein bisschen rausgenommen und hätte es dann mehr die Bassbox überlassen, die natürlich ein bisschen mehr Klangvolumen dafür übrig hat. Aber wo war ich gerade hinaus? Ah ja, genau. Wenn man das Ganze sich jetzt im Auslieferungszustand anhört, so wie es halt daherkam, in meinem Fall noch mit dem Pre-Setting Musik, wie gesagt, man muss ja irgendein EQ wählen, dann ist es einfach zu dumpf. Was habe ich gemacht? Direkt an der Fernbedienung. Da muss man jetzt gar nicht mit dem 10-Bar Equalizer groß rumspielen. Das ist natürlich fürs Feintuning dann ultimativ. Wenn man jetzt zu faul ist wie ich habe auf jeden Fall die Höhen ein bisschen reingenommen, also stark reingenommen, ein bisschen Bass angehoben, ansonsten wäre es ein bisschen zu wenig. Wenn man Bass MXC auf 0 lässt, kann man im Übrigen auch in den Minusbereich einstellen, also wirklich auch rausnehmen, denn es gibt ja einen Grund, warum es unterschiedliche Equalizer gibt. Wenn ihr Klassikmusik hört, dann stellt man Equalizer anders ein, als wenn ihr jetzt Deutschrap hört, ja, oder Garten, Haus, ist klar. Aber in den Presettings fand ich, egal wie, also im Werkszustand, da ist mir das Soundbit einfach zu dumpf. Aber wie gesagt, ein bisschen eingestellt, Individualisierungsmöglichkeiten, die werden einfach ultimär ja beinahe schon aufgedrängt mit der App, die ja übersät ist, wirklich mit Möglichkeiten, sich den Klang so einzustellen, wie man das halt möchte. Und dann eben noch zusätzlich die Fernbedienung habe ich gemacht. Wie gesagt, auf jeden Fall euch ein bisschen Höhen reinnehmen. Da klingt eigentlich alles vernünftig und definitiv dem Preis angemessen. Man muss realistisch sein, eben gerade in dem Preisbereich. Das hier ist jetzt nicht ein System für Audiophile, es ist eher angepasst, schon fürs Kinoerlebnis. Wir haben ja einen Surround Sound. Da kann man sich natürlich gut Live-Musik zum Beispiel anhören. Da kann man sich halt gut Filme anschauen und Serien halt anschauen und hören, dann halt mit einem gewissen 3D-Erlebnis. Macht sich natürlich dann zum Beispiel auch klar bei Sportereignissen sicherlich auch nicht verkehrt. Und sowieso auch fürs Gaming, klar, wo wir auch gerade dabei sind. Da ist es ja eigentlich auch echt ganz besonders wichtig, dass man halt gewisse Geräusche lokalisieren kann. Also ein Shooter macht Sinn, bei Tetris zum Beispiel nicht. Da höre ich, oh, da blockt, da kam von hinten. Aber so haben wir wirklich schon viel Features, viel Technik, die Eingänge, die Visualisierungsmöglichkeiten, die Bedienungsmöglichkeiten für wirklich den schmalen Taler. Da muss man aber auch realistisch sein, rein von dem auch, wenn man es jetzt perfekt einstellt. Das Sound wäre für Audiophile nicht geeignet, die würden wahrscheinlich immer nur rummeckern, aber so einen günstigen Aufwerten des Fernsehers, ne, wenn man schon einen geilen großen Fernseher gekauft hat und dann sind da so zwei jämmerliche Lautsprecher drin verbaut, da ist das natürlich richtig nice. Kostet halt nicht viel, aber ein enormes Upgrade. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ultimair Aura A30 oder Aura A30, wie es vermutlich richtig heißen soll. Und außergewöhnlich ist auf jeden Fall eben, dass hier die App mit dabei ist. Das habe ich eigentlich so noch gar nicht gehabt. Wird jetzt vielleicht sogar eine neue Standard. Und das waren jetzt auch meine abschließenden Worte, Freunde, zur Aura A30. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Wenn ja, ein Daumen nach oben ist immer hilfreich. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr euch für Technik interessiert. Auch Technik, die ihr vielleicht nicht überall als Review vor dem Latz geballert bekommt. Abonniert meinen Kanal. Bis dahin. Ciao.